Das sind die LTV-Themen am Donnerstag. Dietmar Woidke und seine neue Ministerregie. Cottbusser Workshop zur Gewaltprävention und Elektroautos als rollender Stromspeicher. Das und mehr gleich hier. LTV aktuell. Hi, Thomas hier. Morgen, Urlauber. Pass auf, unser Spiel. Manuel hat zwei Tore geschossen. Eins vorbereitet. Ja. Nach zwei Roten wart ihr 30 Minuten in Überzahl und habt 5:1 gewonnen, ich weiß. Wie? Woher? Fupa.net. Die haben Tabellen, Statistiken, Transfers, sogar eine Elf der Woche bis runter zu den Kreisklassen. Und eben auch einen Live-Ticker für alle Spiele. Fupa.net. Das Gratisportal für Amateurfußball. Dein Verein, dein Team, dein Spiel. Unter fupa.net/Brandenburg. Guten Abend zu LTV aktuell am Donnerstag. Die Würfel sind gefallen. Dietmar Woidke wurde gestern als Ministerpräsident im Amt bestätigt. Gleich danach stellte er seine Ministerriege vor. Unsere Kollegen von Potsdam TV waren vor Ort und haben uns ihren Beitrag zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür. Hier also noch einmal eine kurze Zusammenfassung der gestrigen Ereignisse. Es war keine Überraschung, aber es war eine deutliche Entscheidung. Dietmar Woidke ist schon im ersten Wahlgang erneut zum Ministerpräsidenten gewählt worden. In einem geheimen Wahlgang haben die Abgeordneten ihre Stimme abgegeben. Mit 47 Stimmen von SPD und Linken erreichte er die absolute Mehrheit. Die Regierungsfraktionen verfügen im Landtag allerdings nur über eine knappe Mehrheit von 3 Sitzen. Woidke nahm die Wahl an und wurde von Landtagspräsidentin Britta Stark vereidigt. Ich schwöre, dass ich meine ganze Kraft dem Wohle der Menschen des Landes Brandenburg widmen, ihren Nutzen mehren, Schaden von ihnen wenden, das mir übertragene Amt nach bestem Wissen und Können unparteiisch verwalten, Verfassung und Gesetz wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. Das schwöre ich, so wahr mir Gott helfe. Ich bin froh, das ist immer mit einer Geheimwahl und gerade wenn es um die eigene Person geht, ist jeder ein bisschen aufgeregt und ich bin froh, dass es erstens, dass es geklappt hat, aber zweitens, dass es auch ein Signal der Stabilität und wirklich des Zusammenhalts der Koalition ist und das ist eine gute Basis für die Arbeit in den kommenden Monaten und Jahren. Die SPD bekräftigte nach der Wahl ihre Entscheidung zu einer konstruktiven Zusammenarbeit im Parlament. Trotz inhaltlicher Differenzen werde die Koalition den Kompromiss mit der CDU suchen und finden. CDU-Fraktionschef Michael Schirak ist dagegen skeptisch. Im Vorfeld war schon sehr wunderlich, dass sich gegenseitig über das Personal so heftig diskutiert worden ist. Das war auch der Grund, warum wahrscheinlich auch das Personal diesmal sehr ungewöhnlich für die demokratischen Verhältnisse sehr spät erst benannt worden ist, nachdem die Mitglieder abgestimmt haben. Also das ist schon machttaktisch schon sehr gut eingefädelt worden, das aus gutem Grund, das haben wir ja jetzt auch gemerkt. Nichtsdestotrotz ist jetzt die Lage klar, 47, das ist gerade die Mehrheit, die die Koalition hat. Damit muss Woidke arbeiten, das wird seine Aufgabe sein. Ob das reicht am Ende für die vielen Aufgaben, die wir im Land haben, wird abzuwarten sein. Also von daher steht vieles vor uns. Und scheinbar weiß der alte neue Ministerpräsident, welche Themen ganz oben auf der Agenda stehen müssen. Wir haben in den unterschiedlichsten Politikfeldern stehen wir vor großen Herausforderungen. Das Größte ist nach wie vor die wirtschaftliche Entwicklung des Landes, die Arbeitsplätze. Es ist der Bereich, stellen wir die Kommunalverwaltung für die Zukunft auf, damit sie in den nächsten 20 Jahren weiter handlungsfähig bleiben und das Land voranbringen können. Wie geht es weiter mit der Bildung, neue Lehrer in die Schulen zu bringen, die Schulen aber auch investiv auf ein besseres Niveau zu bringen. Das sind alles Vorhaben dieser Regierung und ich könnte noch eine halbe Stunde länger aufzählen. Also es gibt viel zu tun in allen Bereichen. Im Anschluss an seine Vereidigung ernannte Dietmar Woidke die Ministerinnen und Minister der neuen Landesregierung, die ebenfalls ihren Amtseid ablegten. Hier das Ministerteam für Brandenburg. Der Chef der Linken in der Mark, Christian Görke, ist Finanzminister. Gleichzeitig ist der 52-Jährige stellvertretender Ministerpräsident. Auch er darf bleiben, Helmut Markov. Der 62-Jährige bleibt Justizminister. Mit einer Zugabe in der Zuständigkeit. Verbraucherschutz und Europapolitik kommen hinzu.
Er ist der Neue im Wirtschaftsministerium, Albrecht Gerber von der SPD. Kaum im Amt, schon wird über seine Person diskutiert. Der Sozialdemokrat Karl-Heinz Schröter ist neuer Innenminister. Einen Namen hat sich der 60-Jährige als Landrat des Kreises Oberhavel gemacht. Auch ein neues Gesicht im Kabinett, Diana Golze von den Linken. Sie übernimmt das Arbeits- und Sozialministerium. SPD-Mann Günther Baske darf das Bildungsministerium führen. Neue Führung auch beim Infrastrukturministerium. Katrin Schneider von der SPD. Er darf in seinem Ministerium bleiben, Agrarminister Jörg Vogelsänger. Für Wissenschaft, Forschung und Kultur wird die parteilose Sabine Kunz die Verantwortung übernehmen. Der neue Ministerpräsident und das neue Kabinett für Brandenburg wurden vereidigt. Es fängt mit Zusammenhalt an und wird hoffentlich 5 Jahre halten. Mit dem Tag der Wiederwahl Dietmar Woidkes gab Oppositionsführer Michael Schirak gestern sein Amt als CDU-Fraktionsführer im Landtag auf. Er zog damit die Konsequenz aus den gescheiterten Koalitionsverhandlungen mit der SPD. Neuer Fraktionschef wird Ingo Senftleben. Michael Schirak bleibt jedoch Landesvorsitzender der CDU. Neben der Ministerpräsidentenwahl gibt es derzeit ein weiteres Thema, welches die Schlagzeilen bestimmt: der Lokführerstreik. Allerdings sind die Auswirkungen zumindest im Personenverkehr in Cottbus nicht so gravierend wie zunächst befürchtet. Die ODIG fährt regelmäßig nach Berlin und zurück, die Deutsche Bahn hat einen weitgehend funktionierenden Notfallplan aufgestellt und die Reisenden haben sich mit der Situation arrangiert. Der Lokführerstreik soll noch bis zum Montagmorgen andauern. Und damit zum FC Energie. Obwohl man es nicht offiziell zugibt, insgeheim liebäugelt die Mannschaft schon mit einem direkten Aufstiegsplatz. Und die Chancen, diesen zu erreichen, sind durchaus da. Nach einem soliden 3:0 gegen Unterhaching tritt der FC Energie Cottbus erhobenen Hauptes der nächsten Herausforderung gegenüber. Dabei geht es diesmal gegen die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund. Mit Blick auf die Tabelle kann sich der FCE mittlerweile auf Platz 5 sehen lassen, während sich die Dortmunder auf dem 19. Platz nicht wirklich mit Ruhm bekleckern. Sollte also kein großes Problem darstellen. Oder etwa doch? Zum Gegner gibt's nur so viel zu sagen. Könnt ihr fast das kopieren, was ich letzte Woche gesagt habe. Aus meiner Wahrnehmung heraus deutlich besser, mit deutlich mehr Talent ausgestattet, wie es im Moment der Tabellenplatz aussagt. Als Referenzwert ist immer ganz gut, wenn man sich mal auf Transfermarkt den Marktwert der Mannschaft anguckt. Ja, die haben über 8 Millionen an Marktwert. Das zeigt ganz einfach, mal ganz davon ab, dass sie im Moment nicht so einen tollen Lauf haben, aber wie viel Talent und wie viel Klasse in der Mannschaft steckt. Und deswegen wird das wieder ein ganz kniffliges Spiel, wie eigentlich jedes Drittligaspiel. Ich glaube, in der Liga hat jedes Spiel seine eigene Geschichte und du musst dich auf jedes Spiel so vorbereiten. Also das ist zumindest meine Herangehensweise, als wäre das Entscheidende für dich. Der nächste Gegner ist also auch diesmal nicht zu unterschätzen. Die Cottbusser trennen aktuell zwar nur noch 2 Punkte vom Tabellenersten, das kann sich aber auch ganz schnell wieder ändern. Die Polizei sucht Zeugen. Am Halloweenabend gegen 18.30 Uhr wurden 3 Mädchen und ein Junge am Doll in Sandow Opfer eines Überfalls von Jugendlichen. Die 3 jungen Männer trugen Sturmhauben und ein Täter soll einen Baseballschläger dabei gehabt haben. Ein weiterer war zudem mit einer auffälligen Collegejacke mit weißen Ärmeln bekleidet. Eine Maske trug auch der Räuber, der gestern gegen 19.45 Uhr versuchte, ein Geschäft in der Dostojewski-Straße zu berauben. Die Mitarbeiterin behielt jedoch die Nerven, sodass der Täter letztlich ohne Beute in Richtung Aral-Tankstelle flüchtete. Dabei versuchten Zeugen, den Mann aufzuhalten, um ihm die Maske vom Gesicht zu reißen. Hinweise zu beiden Fällen nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Es sind Nachrichten wie diese, die immer wieder daran erinnern, welches Gewaltpotenzial in der Gesellschaft vorhanden ist. Und es gibt Berufsgruppen, die dem Problem beinahe täglich gegenüberstehen. Gewalt und Konflikte sind immer wieder ein Thema in unserem Alltag. Ordnungshüter und vor allem Pädagogen an Schulen müssen auf diese Situation vorbereitet werden. Dieses Problem hat sich unter anderem Axel Bremermann von der RAA Brandenburg zur Aufgabe gemacht. Er leitete am Mittwoch im OSZ 2 einen Workshop zum Thema interkulturelle Konfliktbewältigung.
Ich wollte gerne deutlich machen, dass wir eine Ausbildung zu interkultureller Schulmediation machen. Das heißt, zu einer friedlichen Art Streitereien oder Konflikte beizulegen. Auch dann, wenn man den Eindruck hat, dass man auf Leute trifft, die ganz, ganz unterschiedlich sind gegenüber einem selbst. Und das wird mit einem Programm versucht, bei dem sich die Teilnehmer der Veranstaltung erst einmal kennenlernen. Wo kommen sie her und in welchen kulturellen Hintergründen leben sie? Dazu wird auch geklärt, was Kultur für jeden Einzelnen bedeutet und Anregungen für den Schulalltag geschaffen. Was ich hier versucht habe anzubieten, war, dass tatsächlich Erwachsene, die an der Schule tätig sind, ausgebildet werden, das dann mit Jugendlichen und auch Kindern zu tun. Wir bilden aber nur beispielhaft gewissermaßen, weil wir uns das nicht schaffen zeitlich, wir bilden auch Kinder und Jugendliche teilweise zu solchen streitschlichtenden Personen mit dem Blick auf den Interkulturellen aus. Mithilfe von Konflikttafeln werden in der Gruppe Alltagssituationen näher beleuchtet. So haben Polizisten, Lehrer und Sozialarbeiter die Möglichkeit, mit den Konflikten in ihrer Arbeit besser umzugehen. Vor rund 5 Jahren verkündete die Bundesregierung die Absicht, bis zum Jahr 2020 eine 1 Million Elektroautos auf die deutschen Straßen zu bringen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hält trotz schleppender Verkäufe der umweltfreundlichen Autos bis heute an dem ambitionierten Absatzziel fest. Doch Elektroauto ist nicht gleich Elektroauto. In der Lausitz waren in den letzten 3 Jahren Fahrzeuge unterwegs, die nebenbei auch noch als Stromspeicher dienen können. Insgesamt 400.000 Kilometer haben dieser umgebaute Opel Corsa und 44 andere Fahrzeuge in den letzten 3 Jahren zurückgelegt. Damit ist zumindest vorerst Schluss. Sie alle sind Teil des eSol-Car-Projekts, das heute offiziell in Schwarze Pumpe beendet wurde. Die BTU Cottbus-Senftenberg, Vattenfall Generation und das Unternehmen German E-Cars waren daran beteiligt. Sie haben getestet, ob ein Elektrofahrzeug auch als zusätzlicher Speicher für das Stromnetz genutzt werden kann. Die Speicherfrage spielt bei der Energiewende eine entscheidende Rolle oder die entscheidende Rolle. Und da können Elektrofahrzeuge durchaus ihren Beitrag leisten. Das funktioniert so. Werden die Fahrzeuge an Ladeboxen angeschlossen, arbeiten sie wie ein großer Akku. Das heißt, gibt es zu viel Energie im Stromnetz, kann dieser im Fahrzeug gespeichert werden. Wird hingegen mehr Strom benötigt, können die Pkw Energie in das Netz einspeisen. Dadurch könnte die Netzstabilität in Deutschland zusätzlich gesichert werden. Das Projekt war sehr aufschlussreich für uns als Vattenfall, aber auch für die anderen Projektpartner. Zu allem, dass die Elektrofahrzeuge funktioniert haben. Das waren ja auch keine herkömmlichen Elektrofahrzeuge. Und dass die Elektrofahrzeuge vor allen Dingen in der Lage waren, richtig beladen zu werden mit Strom aus den Ladesäulen und dass sie auch den Strom wieder abgeben konnten ins Netz. Und damit die Verbindung Netz und Elektrofahrzeug gegeben war. Für den Massenmarkt sind die rollenden Stromspeicher aber noch nicht bereit. Der Umbau des Autos ist zu teuer, auch Ladestationen wie diese sind noch zu selten. Die 45 Elektroautos sollen aber auch weiterhin auf den Straßen unterwegs sein. Also die 45 Autos, die wir hier in dem Projekt im Einsatz hatten, die werden jetzt in einem Nachfolgeprojekt weiter genutzt. Das Nachfolgeprojekt wird hier auch in der Region durchgeführt. Wir bleiben auch als Vattenfall Partner. Die Fahrzeuge werden jetzt insbesondere für das ganze Thema Lastmanagement genutzt. Das heißt also, die Batterie steht jetzt auch als Endlader zur Verfügung, aber auch als B-Lader, je nachdem, wie die Netzsituation ist. Das Nachfolgeprojekt soll im kommenden Frühjahr starten und auch über die nächsten 3 Jahre neue Erkenntnisse liefern. Insgesamt 20 Autos bleiben aber bei Vattenfall. Sie sollen auch weiterhin im Kraftwerkalltag genutzt werden. Gleich nach dem Wetter spricht in unserer Reihe Augenblick mal noch Pfarrer Christoph Polster zu Ihnen. Sein Thema heute ist der 9. November, ein historischer Tag in der deutschen Geschichte. Und morgen sehen Sie unter anderem bei uns, wie man mit kleinen gefüllten Schuhkartons bei Kindern in den armen Ländern Osteuropas ein wenig Weihnachtsfreude auslösen kann. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, machen Sie es gut, tschüss. Außergewöhnliches Wohnen in historischer Zentrumslage. Unterhalb des Schlossberges entsteht das Wohnensemble Cottbuser Schlossberg.
Hier, in dem ältesten Siedlungsgebiet der Stadt Cottbus, zwischen dem denkmalgeschützten Haus Sandorstraße 41 im Westen und dem Weberturm im Osten, errichtet die Extra 3 Wohnungsbaugesellschaft außergewöhnliche Eigentumswohnungen und Businessflächen. Das Wohnensemble Cottbuser Schlossberg zeichnet sich durch die einzigartige Architektur sowie dem gehobenen Wohnkomfort aus. Großzügige 3- bis 5-Zimmer-Wohnungen bis zu 144 Quadratmetern Wohnfläche lassen keine Wünsche offen. Von Ihrem eigenen Pkw-Stellplatz gehen Sie kurzen Weges zum Fahrstuhl und sind schon in Ihrer Wohnung. Bei der Infoveranstaltung am 17. November um 17 Uhr in der Gaststätte Bohlingklause, Straße der Jugend 21, können auch Sie sich einen umfassenden Überblick über dieses einzigartige Angebot verschaffen. Lassen Sie sich begeistern für Ihr neues Zuhause mitten im Herzen der Stadt Cottbus. Weitere Informationen unter Cottbus 48 64 26 91 oder www.cottbusser-schlossberg.de. Im Quellwasser. Spreewaldtherme. Das Solebad in der Natur. Zauberhaftes und Dinner. Die Weihnachtsfeiershow 2014. Tauchen Sie ein in eine Welt voller Magie und großartigem Entertainment. Genießen Sie ein fantastisches Weihnachtsbuffet mit allem, was das Herz begehrt. Erleben Sie eine unglaubliche Show vom 28. November bis 20. Dezember in der alten Chemiefabrik Cottbus. Lassen Sie sich von Zykolus entführen in seine magische Welt und erleben Sie seine grandiosen Künste. Außerdem verzaubert sie Victoria Lapidus mit Comedy-Hula-Hoop der Weltklasse. Musikalisch unterstützt wird dieser unglaubliche Showabend vom Stimmungssänger und Entertainer Stefan Heim. Sie treffen sich täglich im Viertelmeter, der Ihnen ein ganz besonderes musikalisches Erlebnis zum Mitmachen und Lachen bietet. Alle Infos zur Weihnachtsfeiershow unter www.alte-chemiefabrik.de. Reservieren Sie jetzt Ihre Weihnachtsfeier. Wir haben November und zumindest am Vormittag gab es dazu das passende regnerisch trübe Wetter. Immerhin wurde es am Nachmittag ja dann doch etwas freundlicher. In der kommenden Nacht sinken die Temperaturen bei langsam wieder zunehmender Bewölkung auf 7 bis 5 Grad. Örtlich ist erneut leichter Regen möglich. Am morgigen Freitag ziehen am Vormittag die letzten Regenwolken ab und im Tagesverlauf kann es gelegentlich sogar etwas Sonnenschein geben. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 10 und 12 Grad. Der Wind weht schwach aus Süd bis Südost. Augenblick mal. Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Zu DDR-Zeiten im DDR-Fernsehen gab es eine Sendung, die hieß der Schwarze Kanal. Ich würde ja heute sagen, es war eher schwarzer Humor. Und diejenigen, die damals diese Sendung gesehen haben, sie haben in Blitzesschnelle abgeschaltet. Witzige DDR-Bürger haben dafür, für die Zeit des Abschaltens, sogar eine Zeiteinheit gefunden. Das war ein Schnitz, benannt nach dem Kommentator Schnitzler. Glauben Sie mir, dieses eine Schnitz war wirklich sehr kurz. Heute haben wir das Kalenderblatt des 9. Novembers. Und manch einer mag heute sagen, 9. November, das kann ich gar nicht mehr richtig hören. Und auch heute gibt es welche, die sagen, da schalte ich ab, da schalte ich um, ich will ein neues Thema hören. Schade, weil die Gründe
des Abschaltens natürlich im Verborgenen bleiben. Diejenigen, die hier sagen, ja, 9. November und das kommt mir doch irgendwie bekannt vor, die langweiligen Thesen und diese Fragen Staatssicherheit und Überwachung, das sehe ich doch ganz ähnlich heute. Recht haben Sie, wenn Sie sagen, mir kommt es ähnlich bekannt vor. Und wir dürfen darüber trefflich streiten. Der Unterschied besteht darin, dass, wenn wir heute darüber streiten, wir nicht unter Generalverdacht gestellt werden, ein System so zu unterminieren, dass wir dafür in Haft kommen würden. Einige Meter von hier, von diesem Studio entfernt, befindet sich das Gefängnis, in dem viele Menschen haben einsitzen müssen, eben weil sie sich eine andere Meinung geleistet haben. Wir sind froh darüber, dass wir am 9. November 1989 dieses Recht heute erstritten haben. Deswegen seien Sie fröhlich und frei in dem, was Sie denken und miteinander streiten. Guten Abend. Die Villa Lebensbogen Hauskrankenpflege und Physiotherapie ist ein privat geführtes Unternehmen der Familie Schlott in Fetschau, Bahnhofstraße 35. Wir freuen uns, endlich für Sie ab 1.11.2014 da sein zu dürfen. Wir gehen mit Ihnen einen aktivierenden Weg, der sich insbesondere in der Anwendung Kneippscher Methoden widerspiegelt. Gemeinsam statt einsam, eine Partnerschaft basierend auf Vertrauen, Gleichberechtigung und Unterstützung. Flimmerfreies Licht für längeres, ermüdungsfreies Lesen und Arbeiten mit der Tageslichtstandleuchte von Daylight. Mehr dazu erfahren Sie bei uns. Low Vision Cottbus, Ihr Fachgeschäft für vergrößernde Sehhilfen und Spezialsehhilfen, Friedrich-Ebert-Straße 16. Machen Volldampf für die Lausitz. Steigen Sie ein und erleben Sie eine besondere Art des Reisens. Historische Sonderzugfahrten des Lausitzer Dampflok-Club e.V. Mehr über interessante Reiseziele, die aktuellen Termine und Buchungsmöglichkeiten unter lausitzerdampflokclub.de.